Hallo und herzlich willkommen zu Ultima Underworld. Wir sind bei den Rittern von Antura? Kruxnantura? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei den Rittern hier haben die Aufgabe, eine goldene Rüstung zurückzuholen. Das wollen wir auch machen. Aber dazu schauen wir uns erstmal hier weiter um. Weil wir haben hier auf jeden Fall noch einige Sachen. Ja. Wo wir uns noch nicht umgeschaut haben. Okay, hier ist niemand drin. Gibt's da irgendwas? Nö, da gibt's aber nichts Gescheites drin. Okay, dann weiter nach Norden, hätte ich gesagt. Oh, mit dir haben wir schon geredet, oder? Yep. Der hat uns ja einen schönen Hinweis gegeben. Für einen dieser 8 Artefakte. Okay. So, wer bist du? Trish? Okay, das war auf jeden Fall falsch, was ich da gesagt habe. Okay, da laden wir, glaube ich, tatsächlich nochmal neu. Ja. Irgendwie habe ich das jetzt gerade falsch gelesen gehabt oder wie auch immer. Naja, gut. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Da war ja nichts drin. So. Gut, dann speichern wir hier nochmal 38 und reden jetzt nochmal mit ihr. So, wir wollen da jetzt nicht wieder was Falsches sagen in irgendeiner Umnachtung von mir. Ja, so kann man sagen, ist eine schlimme Situation hier. Was wurde denn gestohlen? Okay, den haben wir schon gefunden. Ich glaube, wir haben den gefunden. Ja, natürlich. Moment. Ja, bitteschön. Ja, er ist er. Okay, und wir sollen ihn behalten. Das ist auch gut, weil den brauchen wir, glaube ich, wahrscheinlich noch. Alles klar, das war doch jetzt ein Gespräch, wie es sein sollte und nicht so, wie ich es vorhin gemacht habe. Was haben wir hier noch? Okay, da ist auch wieder Fresnor. Fesnor. Schauen wir mal, dass wir mit denen auch noch geredet bekommen. Sie kam von Yellam. Das dachte ich mir doch schon.
8 Kulturen zusammengemixt. Ja, das war ja der Traum von Sibirius. Leider hat's nicht geklappt. Ja, der Tod von Sabirus, war auch der Tod der Kolonie, ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall ist es danach auseinandergebrochen alles. Das ist klar. Das ist klar. So, was kann er mir noch über das hier sagen? Kann er uns was über diese Wunde erzählen? Okay, im Nordosten ist das Puzzle of the Bullfrog. Okay. Und im Nordwesten das Labyrinth von Silas. Ah ja, und da heißt es auch, hinter dem Labyrinth ist die Tür zu unteren Ebenen, die den Friedhof von den Rittern öffnet. Also da, wo die sind. Erzähl mir mehr über das Puzzle of Bullfrog. Ah ja, da geht's zu den Gräbern. Im Nordosten geht's zu Gräbern. Okay, und man muss mit Schaltern und Dings Hebeln einen sicheren Pfad auf die andere Seite erstellen. An die Lösung ist auch verloren. Okay, und man kann es aber auch wieder zurückstellen. Dann erzähl mal über das Labyrinth von Silas. Okay, viel kann er uns ja nicht erzählen. Dann kannst du darüber erzählen. Okay, man kann es also rausbekommen, wenn man sich umsichtig umschaut. Okay. Jetzt kann er uns noch was über diese Wasserebene sagen, Wassergebiet sagen. Ja, okay. Dankeschön. Das heißt, er konnte uns doch ein bisschen was hier erzählen über dieses Dings. Okay, sehr gut. Dann lass uns hier schnell nochmal umschauen. Das ist ein Buch. Ich glaube, das sieht er wahrscheinlich auch nicht gern, wenn wir das jetzt einfach so nehmen. Von daher werden wir jetzt einfach mal weitergehen. Oh, wer bist du? Auch wieder jemand Neues.
Ja, hier haben wir viele Leute, mit denen wir reden können. Hallo? Jetzt. Okay. Was ist das für ein Test der Macht? Okay, also wir werden wahrscheinlich auch irgendwann auf diesen Golem treffen. Okay, wo geht's denn hierher? Da geht's auf jeden Fall wieder. Geht's da wieder raus? Yep, da geht's wieder raus. Dann schauen wir schnell noch die andere Seite uns an. Ah, das sind zwei Gräber. Die schauen wir uns auch gleich an. So. Badam, badam, badam. Die konnte man sich ja, glaube ich, immer anschauen, oder? Ja. Sir Lionia? Das ist ja seltsam. Seht ihr das da oben? Die E-Pünktchen. Das sieht irgendwie seltsam aus. Silber, Gold, Gold. Okay. Ist das beim anderen genauso? Was ist es? Silber, Silber, Gold. Okay. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil das sieht sehr, sehr seltsam aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich so gehört. Was sind das hier alles? Oh. Aha. Eine simple Lösung. Okay. Okay. Viel, viel Text, was wir da gefunden haben. So, wo geht's hierher? Also hier geht es auf jeden Fall noch weiter, wie es aussieht. Ja, wir haben noch viele Gebiete, wo wir noch auskundschaften müssen. Ah, ein weiterer Schrein. Sehr schön. Aber wir müssen, glaube ich, gerade im Moment nicht dingsen. Wir sind, glaube ich, da fertig. Schrein hier. Das ist 3. Gut. Dann wollen wir doch mal tatsächlich hier lang gehen. Da, wo ich das X gerade rausgemacht habe. Okay, da geht's. Hier geht's nirgends hin. Es sei denn, es gibt irgendwo noch eine Geheimdings. Geheimraum. Es sieht aber nicht danach aus. Okay, dann geht's wohl hier nach Norden weiter. Okay. Großer Raum, wo auch nichts drin ist. Und wir sind relativ nah dran. Oh, wer bist du? Beten. Okay, mit dir reden wir auf jeden Fall noch. Wir sind relativ nah dran, da wo es zu Level 3 wieder runter geht. Oder hoch geht, beziehungsweise. Aber jetzt machen wir irgendwie. Naja, anscheinend geht es da doch nicht so richtig hin. Na gut, lass uns mal mit dem reden. Wer ist denn Fahler?
Ja, dann erzähl mal. Ah ja, es geht über diesen Sir Roderick. Okay, er muss seine Ehre wiederherstellen. Vielleicht können wir ihn ja besiegen. Okay, sehr schön, das ist Bitten. Mit dem, wenn wir Roderick besiegt haben, heißt es, wir werden hier nochmal mit ihm reden, so. Bitten, bitten? Ja, ich lasse es jetzt los. Werden wir auf jeden Fall mit ihm nochmal reden müssen, denke ich mal. So, und hier in der Nähe müsste er wahrscheinlich sein, schätze ich doch mal. Okay. Oh. Auf jeden Fall haben wir hier eine sehr, sehr große Halle. Da geht es auch ziemlich runter. Okay. Die werden wir uns wahrscheinlich mal genauer anschauen müssen. Bleiben wir erstmal hier oben, hätte ich gesagt. Okay, wir müssen auf jeden Fall runter, um da weiterzukommen. Viele, viele Gegner. Okay, da geht's auch weiter. Ich schätze mal, da geht's wahrscheinlich zu den Trollen zurück. Okay. Dann hätte ich mal vorgeschlagen, bleiben wir mal hier. Diese ganze Gegend hier müssen wir mal näher auskundschaften. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Wir schauen erstmal jetzt uns hier an. Wahrscheinlich ist jetzt auch dieser Roderick da unten. Okay, wo sind wir jetzt angelangt? Da ist nochmal so ein Vieh. Okay, ja, das sind alle zum Glück kein so großes Problem mehr. Wir haben Runen, eine Mani und Jux. Okay, die kommen mit. Da haben wir Türen. Naja, und da geht es auf jeden Fall hier wieder zurück. Alles klar. Dann machen wir mal hier ein X hin. Und schauen uns ganz, machen kurz diese Karte vervollständigen. Geht das nämlich hier? Waren wir da schon drin? Ne, da waren wir auch noch nicht drin. Entschuldigung. Gut. Dann lasst uns kurz mal hier hinmachen.
da ist noch ein X, da ist ein X und hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwo ein X. Dann lass uns einmal diese Gegend, diese drei Sachen hier anschauen und dann vielleicht hier mal weitergehen. Was es hier drüben alles so gibt. Ja, wir haben immer noch einiges hier zum Aufdecken. Also da ist noch einiges, wo wir uns anschauen müssen. Aber das machen wir alles dann bei der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.